heute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Die Geschichte dieses Überflusses machten ihren Weg über das ganze Land und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern. Sämtliche Freunde und Verwandte von Dulak wurden durch Doppelgänger ersetzt und schließlich war er gezwungen, die Gestalten jener zu töten, die ihm am nächsten stand, um sich selbst zu retten. Wer unter euch könnte so etwas ertragen? Schließlich vertrieb er sie aus seinem jetzt düsteren Heim und schwor, dass so etwas niemals wieder geschehen dürfte. Die Geschichte von diesen Reichtum verbreiteten sich über das ganze Land und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern. Ja, das hat er ja eigentlich gerade auch alles erzählt. Ich hab besseres Tourist zu tun, aus mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Mann, das ist ja riesig hier. Ja, wie ihr wünscht. Tretet näher, tretet ruhig näher. Ein Skelett und noch mehr Touristen. Ich hab besseres zu tun. Mann, das ist ja riesig hier. Ich hab besseres. Mann, das ist ja riesig hier. Mit einem Trottel wie euch. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Dulak brachte magische Schlösser an den Eingängen zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, benötigt man Schlüsselsteine. Zweifellos seid ihr schon von skrupellosen Händlern angesprochen worden, die echte Schlüsselsteine für den Turm verkaufen. In der Tat, ich selbst habe mehrere davon, doch das sind einfach Schmuckstücke für die Vitrine. Es gibt einige wenige echte Schlüsselsteine, doch die sind selten und teuer. Dulak brachte magische Schlösser an den Eingängen zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, benötigt man Schlüsselsteine. Davon existieren offenbar noch einige, aber sie sind sicherlich sehr teuer und schwer aufzutreiben. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Jene, die durch die Schutzwelle hindurch kamen, sahen sich mit den Auswüchsen der Paranoia konfrontiert, die Dulak auffraß. In seinem Wohnzimmer allein befinden sich einige der teuflischsten Todesfallen, die man sich vorstellen kann. An der Wand befand sich ein Bild, das, bevor es aus seinem Rahmen gerissen wurde, jene, die es ansahen, auf der Stelle und für immer und ewig versteinerten. Seht euch nur diese unglückliche, selige Seele an. Selbst wer Dulaks magische Schutzwellen entkommen war, musste sich Fallen an allen Böden und Wänden gegenübersehen, die jede ihre eigene schreckliche Wirkung entfalteten. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Aus diesem Stuhl schoss, sobald sich jemand darauf setzte, ein gar fürchterlicher Stachel in die untere Region des Sitzenden. Stellt euch die grauenvolle Überraschung vor, die der Unvorsichtige erlebte. Dulak unternahm noch nie dagewesene Anstrengungen, um Eindringlinge fernzuhalten. Wir werden hier eine kleine Pause machen, bevor wir weitergehen. Liebe Leute, ich bitte zu eurer eigenen Sicherheit fast nichts an. Nichts berühren und kein Geld zurück. Ja. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Ihr solltet in diesem Turm sehr vorsichtig sein, sonst endet ihr noch so wie dieser unselige Tourist und verbrennt bei den Bänken im Leibe. Ich möchte gerne einen Moment mit euch reden, denn ihr seid anders. Ich sehe, dass ihr mir diesen überzogenen Unsinn, den ich den meisten Leuten erzähle, nicht abkauft. Der Blick in euren Augen sagt, besagt, ich glaube nicht an Gefahren, ich weiß nicht, was Furcht bedeutet, und ich werde dorthin gehen, wo kein vernünftiger Mensch hier hingehen würde. Ich glaube, ihr seid genau das, was ich brauche. Ich habe einen der wahren Schlüsselsteine für die Verliese unten, doch bin ich bei weitem nicht mehr der Narr, der ich einmal war. Bläppische 300 Goldmünzen könnt ihr ihn haben, unter der Voraussetzung, dass ihr ihn mir zurückgebt, wenn ihr keinen Erfolg habt. Das ist mehr als gerecht. Ich nehme ihn, mein Herr, und ich werde es diesem Verliesen schon zeigen. Warum doch nur 300 Goldmünzen, wenn er doch echt ist? Ihr habt selbst gesagt, dass die echten sehr teuer sind. Ich glaube euch nicht, das ist eine billige Fälschung, ganz wie ihr. Ihr werdet doch nicht Kopf und Kragen in diesem Verlies riskieren. Das wäre verrückt, egal was der Preis ist. Nee, nehmen wir mal die 2 und fragen, warum so billig. Bei diesem Handel kann ich nur gewinnen. Wenn ihr es schafft, einige der Räume zu erobern, bekommt ihr das Gold und ich eine neue Attraktion für die Führung. Wenn ihr drauf geht, kriege ich den Schlüsselstein zurück und
oder habe zumindest eure Leichen als neue Ausstellungsstücke. Verlieren kann ich dabei nicht, abgemacht. Ihr gewinnt, egal was mir passiert, ich mache euch doch nicht den Hampelmann, vergesst es. Das ist mehr als gerecht, ich nehme ihn, mein Herr, und ich werde es diesem Verlies schon zeigen. Ich mache euch nicht den Hampelmann. Nun, ich habe mich wahrhaftig in euch getäuscht. Zurück zu den anderen Neugierigen mit euch. Ihr könnt hier mit dem Rest der Gruppe durch den Turm bummeln, wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt. Bei den Göttern, was ist das? Ja, da kommt der Kambion. Der Tod heißt euch willkommen. Also der Dämonenritter, Todesritter, was auch immer er eigentlich ist. Ich denke immer, es ist ein Kambion. Bei den späteren, also in Baldur's Gate 2 eigentlich, haben die Kambions genau dieselbe Erscheinung wie er hier. Und er heißt ja Dämonenritter. Wobei eigentlich Teufelsritter besser wäre. Hallo Sterbliche, der Tod heißt euch willkommen. Hier ist nun Maireich. Alle Fremden werden... Alle Fremden werden fallen oder fliehen. Die Führung ist beendet und der Turm geschlossen. Alle, die eintreten, werden umkommen. Alle, die eintreten, werden leiden. Das sage ich und ihr tut gut daran, richtig zuzuhören. Die Führung ist beendet. Au. Nein. Nicht gut. Wie kann ich... Wie ihr wünscht. Ich mach die Führung mal alleine und lass die anderen draußen. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. So, der brennt jetzt mal kurz. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Ja, den Rest kennen wir. Der Tod heißt euch willkommen. In Kaktus. So, dann lassen wir mal alle hier drin umbringen. Na, warum denn nicht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Ich habe jetzt 2 Einser. Schlüsselsteine. Und ein 2er. Ah ja. So schnell kann es gehen hier in Dulax-Turm. Irgendein Wesen aus der Hölle hat offenbar Dulax-Turm seine Gewalt gebracht. Es war eine skelettartige Gestalt in Rüstung, die mit Feuerbällen um sich warf, als wenn es das, als wenn das gar nichts wäre. Was es auch war, es hatte unglaubliche Kräfte. Mhm. Ja, deswegen tippe ich halt darauf, ja? Dass es ein Kambion ihr war. Nur zu fragen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ja, mein Mitfühl. Ach ja, ich sollte Safana übrigens vorschicken. Damit sie Fallen entdecken und entschärfen kann. Worum, wie ihr wünscht. So, hier könnten wir hochgehen. Ja, wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Hm.
Warum soll ich glauben, dass hier an dieser Truhe keine Falle ist? Weil keine Falle an dieser Truhe ist. Wie sieht es mit dieser Truhe aus? Auch keine Falle, aber halt alles leer. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das war die erste Etage von Dulags Turm. Wir könnten schon runtergehen. Das will ich aber allerdings noch nicht. Aber die Düsterschrecken lassen uns auch erstmal nicht mehr hoch. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es, wie ihr wisst? So, wer bist du und was hast du zu sagen? Oh, Falle. Wer seid ihr? Ah, ein Wanderer wie ich. Am besten dreht ihr euch um und zieht weiter, mein Freund. Dieser Ort ist nicht sehr gastfreundlich. Besser, ihr seid am Leben und könnt von dann ziehen wie ich. Wer seid ihr? Ich hatte eigentlich nicht erwartet, hier jemanden zu begegnen. Ach, tretet zurück, wenn ihr vor der Gefahr kneift. Ich bin hier, um mir zu nehmen, was ich will. Wer zum Teufel seid ihr eigentlich? Ihr seht verletzt aus. Kann ich irgendwas für euch tun? Nehmen wir mal die Eins. Ihr solltet euch darauf einstellen, noch viele andere Dinge zu sehen, die ihr nicht erwartet habt. Hey, oh, bringt mich bitte nicht zum Lachen. Ich habe einen Pfeil im Schlund stecken und der ist manchmal unangenehm zu spüren. Mein Name ist Bayard und meine Freunde und ich kamen einst genauso wie ihr hierher. Er sieht aus wie ein lohnenswerter Ort, aber ich habe festgestellt, dass er meine Fähigkeiten übersteigt. Mir wird es besser gehen, da bin ich sicher. Ich habe ein geschultes Auge für Fallen und dergleichen und ich habe schon gegen viele heimtückische Bestien gekämpft. Ich bin sicher, dass ich mehr als fähig dazu bin, das zu besiegen, was ich auch immer hier treffen mag. Bisher hat mir noch nichts und niemand widerstanden. Außer ich sprich bloß zur Angst. Ich habe keine Bedenken dieser Art. Nehmen wir mal die Eins. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr lange genug lebt, um gegen die Kreaturen zu kämpfen, die diesen Ort zu Hause nennen. Selbst die Wände dort drin werden sich gegen euch verschwören, um euch in Schach zu halten. Die Fallen sind doch bloß da, um eure Geschicklichkeit zu testen, aber dieser Ort ist mehr als ein einfacher Türklopfer. Dulag war ein kranker, schlimmer Mann und ich sage euch, dass er die hier hereinkamen, nicht bloß daran hindern, sondern töten wollte. Klar gibt es Fallen, ausgelöst durch Drähte oder Schritte oder Geräusche, aber es gibt auch noch Tests. Tests, die ihr erfand, um Freund vom Feind zu unterscheiden. Ihr werdet mehr als nur eure flinken Finger brauchen, um dem zu entkommen, was euch erwartet. Einige Fallen geben euch keine zweite Chance. Nehmt euch in Acht und der Tod wird sich euer schnell bemächtigen. Tests oder keine Tests. Ich bin mehr als fähig, als dort drin zu besiegen. Ihr habt ja nur Angst, ich nicht. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein, dass dieser Ort gefährlich ist. Woher kommt diese Überzeugung und warum habt ihr dann eure Freunde diesem Ort überlassen? Ich habe meine Freunde nicht im Stich gelassen. Sie mögen zwar jung sein, aber sie sind alt genug, eine eigene Meinung zu haben. Ich werde dort doch nicht Kindermädchen für jemanden spielen, der sich selbst mit seinem Schwert verteidigen kann. Ich nenne ihnen das Risiko, wenn sie dann weitermachen wollen, ist es ihr eigenes Schicksal, über das sie entscheiden. Was mich betrifft, ich habe gedacht, es wäre besser zu leben. Dieser Ort ist der Tod. Er liegt in der Luft und zieht in eure Kleider. Meine Freunde meinten nur bei den Göttern, wo kommt dieser Gestank her? Und ich sagte ihnen, es sei der Gestank des Todes. Ja, eine sehr farbenprächtige Beschreibung, weil was gibt es denn hier zu fürchten? Ihr redet von Fallen und höllischen Monstern, aber alles, was ich sehe, ist ein ängstliches kleines Männchen, das davonrennt. Einer eurer Freunde hieß nicht zufällig Dalton, oder? So, der Turm ist voller Fallen und Monster treiben darin ihr Unwesen. Hört sich an wie alle anderen Verliese, in denen ich war. Und bisher habe ich auch nichts gesehen, das auf etwas anderes schließen ließe. Ich werde eure Meinungen beherzigen, aber ich muss dennoch weiter. Gefährlich oder nicht, ich muss hier etwas erledigen. Ich werde das wohl selbst herausfinden müssen. Vielleicht warte ich noch lieber einen Tag. Man sollte ja dem Tod nicht direkt in die Arme laufen. Fragen wir mal nach Dalton. Kennt ihr den Jungen oder hat euch seine Mutter geschickt, um nach ihm zu sehen? Sie macht sich wirklich viele Sorgen, meint ihr nicht auch? Vielleicht zu Recht. Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Er nimmt das alles nicht ernst und wenn er irgendwann merkt,
was er alles durchgemacht hat, würde sein böses Erwachen geben, da bin ich mir ganz sicher. Er ist mit meinen Begleitern zusammen tiefer drin, als ich vordringen wollte. Ihr mögt sie wohl finden, wenn ihr nach ihm sucht, aber ich glaube, der Weg, den sie genommen haben, ist versperrt. Es gibt so viele Gänge, dass es scheint, Durlak meinte, er könne ruhig einige hinter nichts an den Besuchern einstürzen.